Ist denn ein Virologe, der den Platz, den ich ihm gebe, verdient? Ja, und die Antwort ist ja. Ja. Absolut. Alexander Kekule hat jahrelang die Regierung in genau solchen Fragen beraten. Aber und nochmal, Henrik Streeck, Entschuldigung, ist Direktor der Virologie in Bonn, ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, vor allen Dingen im Bereich von HIV, ist jemand, dessen Gangl-Studie weltweit auf große Resonanz und auf großes Interesse gestoßen ist. Also wer sind wir, dass wir uns anmaßen zu beurteilen, ob jemand wie Henrik Streeck was drauf hat oder nicht? Und nochmal die Frage, wir sind Leiter einer Redaktion. Wer ist die Wissenschaft? Wir sind Leiter einer Redaktion. Im weitesten Sinne als Moderator bist du, wenn du zwar nicht Chefredakteur bist, aber du bist Leiter und stehst einer Redaktion vor. Absolut. Und bist damit auch verantwortlich dafür, dass die Redaktion, die du leitest, eine Qualitätskontrolle, eine inhaltliche Kontrolle der Leute, mit denen du zu tun hast. Ich beziehe es auch auf mich. Wir setzen uns ja jetzt hier inhaltlich auseinander. Ja. Der Vorwurf, der am meisten und wo er auch diskreditiert wurde und lächerlich gemacht wurde, Henrik Streeck war, ich kenne ihn ganz genau, war der Satz, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Was heute alle sagen. Entschuldigung, heute ist dieser Satz absoluter Common Sense, heute ist dieser Satz Basiswissen gewesen wäre. Und ich sage dir, Jan, das ist meine tiefe Überzeugung, es ist auch wichtig, auch für die psychische Hygiene, lass es mich mal so sagen, ist vielleicht ein blöder Begriff, aber auch und oder für einen Moment der Erlösung, dass da auch mal einer sitzt, der sagt, pass auf, man kann natürlich immer der Reiter der Apokalypse sein und den Teufel an die Wand malen, aber Leute, entspannt euch, wir werden es überleben, wir werden da irgendwie durchkommen und ich sage euch, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Und ich kann dem nichts Falsches abgewinnen.